Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Mit mir sofort und ja, Leute. Heute gucken wir uns mal das 16 Kills Gameplay von mir an. Und zwar habt ihr, wie schon im Titel gesehen, ich habe eine Runde erspielt mit 16 Kills. Bin ich? Da bin ich. Ich gehe in Gameplay, die Gameplay Version. Und wir gucken uns jetzt das Spiel an. Das können wir ein bisschen vorspulen, damit das Video nicht zu lang wird. So sind wir. Das springen wir noch ab. Gameplay. Genau. Damit ihr auch seht, wie was wo erspielt wurde. So. Ich lande in Salty Springs. Lande da in dem kaputten Haus. Wie immer eigentlich. Und dann geht's los. So. Erste Kiste. Rifle. So. Dann gehe ich unten rein und hole mir eine Shotgun und guck dir nochmal, hör dann, ja, es sind noch Kisten da. Nimm mir erstmal zwei Pumps. Ich meine, es geht ja, Double Pump geht ja wieder ein bisschen, also jetzt nicht so krass, aber da habe ich dann doch die Pump wieder weggelegt, wegen der Shot. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. So, hier war keine Kiste, aber hier war eine Munikiste, genau. Und dann geht's hoch, ab zu der nächsten Kiste. So. Trink kurz meine Minis. Geh dann da oben, sehe ich einen Gegner, baue mich hoch. Bam, ersten Headshot. So. Zweiter Headshot. Und down. So, da habe ich. Ich kann ja mal hier einen Killcounter reinmachen. Kills. Zwei. So, das steht jetzt da unten. Kills 2. Wir haben jetzt zwei Kills. Da kommt jetzt der dritte Kill. Da habe ich gedacht, ich sterbe. Aber auch hier habe ich ihn getötet. Dann waren jetzt die Kills. Oh Gott. Ja, so. Kills 3. Drei Kills jetzt schon am Start. Und es geht weiter. Da können wir jetzt mal. Na, wir können halt nicht vorspulen, weil dauernd irgendwie Kills passieren. Von da war es immer noch für mich wie eine ganz normale Runde. Also, die ich normal spiele. Und ja, jetzt kommt ein nächster Gegner. Baue mich hier raus, baue mir hier eine kleine Festung auf, dann zack, Headshot. Da war der nächste Kill. Kills 4. So. Nächster Kill. Oder wir können sogar. Wartet mal. Nee, das würde. Mal wieder unten links in die Ecke. So. Dann lass uns mal weiterschauen im Gameplay. So. Blauer Rifle war perfekt. Hier noch eine Munikiste. Wenn ihr euch das nicht zu Ende angucken wollt, dann könnt ihr auch einfach vorspulen, weil dann werden ja die Kills gleichzeitig geupdatet. Hier unten links in der Ecke, wie viele Kills ich habe. Aber ihr seht halt nicht das Gameplay. So, jetzt laufe ich weiter. Und zwar, Leute, ist noch
Nee, das sag ich jetzt nicht, weil das möchte ich nämlich auch noch machen. Kommt da noch ein Gameplay mit her gleich. So. Was auch immer ich da gerade gemacht habe. Ich glaube, ich habe da zu dem Zeitpunkt was getrunken. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, da drüben sind Gegner. Ach, man sieht jetzt oben, man sieht oben auch, wo die Gegner sind. Oh, wie cool ist das denn? Ja, der Typ da spielt auch nur gedacht, willst du mich gerade verarschen? Zack. Und zack, zack, zack. Next kill. 5 Kills. Ich sehe da oben gerade noch, dass oben in der Factory noch einer ist. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, ich laufe da gar nicht hin. Ich glaube, mir ist es gar nicht aufgefallen. Nee. Also ich sehe ja die Gegner normalerweise nicht, deswegen ist mir da der auch nicht aufgefallen. So. Da oben eine gelootete Kiste. Jetzt sind wir schon mal 5 Kills. Nach 6 Minuten. Ja, Leute, es ist natürlich jetzt nicht das beste Gameplay, ja. Ich denke, also es ist ja jetzt kein, was weiß ich, Rekord oder so, aber es ist halt okay. Also, 16 Kills. So. 16 Kills. Ja, das war extrem dumm, da habe ich 67 Schaden kassiert. Und musste mich jetzt, wisst ihr, ich habe gewusst, ach so, ja, genau, da war das. Ich wusste, dass da noch ein Medikit liegt. Lauf zurück. Wusste nicht, dass da ein Gegner ist, der auf mich aufgelauert hat. Und ja, da habe ich den dann auch gesehen. Der hat mich aber noch nicht gesehen. Da habe ich mit dem Jagdgewehr drauf gespammt, habe es verkackt. Da war ich erstmal richtig sauer gewesen. Und ja, habe versucht, was mit dem Jagdgewehr zu benutzen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das noch war. Es war nämlich das Game, glaube ich, jetzt vorgestern erspielt. Wo kam der Schuss denn jetzt? Oh ja. Leute, ich keine Ahnung, dieses Schusssystem, das regt mich irgendwie so ein bisschen auf, weil ich jedes Mal die eigene Wand abschieße. Ich habe keine Ahnung warum. Dann noscope ich ein bisschen auf ihn drauf, um ein bisschen Druck aufzubauen. Ich schon nochmal runter, habe 12 Damage bekommen, ist aber nicht so viel. Oh ja, da wurde noch mit dem Crossbow auf mich rumgespammt. Dann habe ich versucht, den Jagdgewehr zu killen. Der ging aber ganz klar daneben. Kann die Map öffnen? Ja, nice. Mit dem einen habe ich gerade eben einen Headshot gegeben, wie man gehört hat. Nur der wusste ich nicht genau, wo der ist. Ich bin dann einfach runtergegangen. Genau. Weil ich einfach zu dem wollte. Da kam er dann auch. Und dann war, ja, er gleich tot. Juhu. Geilo. So, the next kill is there. Kills 6. Und da kommt auch gleich schon der 7. Kill nach. Zack, zack. Kills 7. Jetzt kommen noch 9 Kills dazu. Ach, gechillt. Und da war ich dann. Da habe ich mir noch schon gedacht, nice. 7 Kills. Und da habe ich halt drauf weitergeschwitzt. Was jetzt noch 9, das wäre jetzt. Ja. Sehe ich im Umfeld noch Gegner hier? Ja, da sind noch welche. Was ist denn hier alles? Team 38. Ah, hier sind noch welche, die gerade zugucken. Eliminierung 6, 7, 5. Ja, er hat total wenig Eliminierung. Keine Ahnung. So. Genau, da habe ich dann. Ich weiß nicht. Achso, ja. Ich hatte. Ich habe nur ein Mini oder so gehabt. Bin mir ganz so sicher, was ich da gerade eben gemacht habe.
Ja, auf jeden Fall ist es ein ganz gechilltes Gameplay. So, wo laufe ich denn dahin? Ich laufe hier nicht viel vorne. Die ist bei Dude Lake, Arnold Acres und Pleasant. Hinter mir kommen sogar noch welche. Direkt neben mir, das hier ist jemand. Stimmt, da habe ich dann, glaube ich, dagegen gefightet, gegen den Typen. Ja, genau. Genau, da drüben. Ja. Der ist dann erstmal. Das Geile war, der ist komplett weggerannt, der Typ. Der hatte keine Ahnung, warum, aber er ist die ganze Zeit weggerannt. Der hat nicht. Leute, ihr seht, er hat nicht geschossen. Ich habe jetzt 2 Mal das Gar gehittet, er hat nicht geschossen. Er ist einfach weiter weggerannt. Und das macht halt dann schon weniger Sinn. So. Let's go. Da drüben ist er. Ich aim sogar richtig an, habe ihn getroffen. Und zack. Da war der nächste tot. Oh. Das sind dann schon 8 Kills. Das bedeutet, ich muss jetzt noch 8 killen. Und das wären dann von 14. Ah, schon die Hälfte muss ich schon killen. Das ist schon viel, muss ich sagen. Da habe ich ihn nicht getroffen. Da baut er dann auch direkt was in meine Richtung, weil er weiß, von da kommt. Die kamen die Schüsse. Und ich habe ihn dann noch mehrmals gehittet. Dort. Und der hat dann sich. Der hat dann einfach weitergeschossen. Da habe ich mir dann gedacht, ich pushe jetzt komplett drauf. Da habe ich dann ein paar Hits abbekommen von ihm. Aber nicht so krass, ich habe keinen Headshot oder so abbekommen. Zum Glück. Das Witzige war halt, der wurde halt gleichzeitig wurde der weggesniped. Ja, da habe ich ja wirklich gedacht, dass das Ende von mir ist. Aber nicht mal da war das Ende. Da hatte ich irgendwie 12 HP gehabt, Leute, also wirklich nichts. Und hab dann den Chuck Chuck gesehen. Kills 9. Jetzt müssen noch 7 Kills getätigt werden. So, genau, da habe ich dann noch versucht, meine Minis zu retten. Habe ich auch geschafft. Das waren dann, glaube ich, 7 Stück. Und hab den Chuck genommen. Und ja. Der nächste Gegner war auch schon da. Das heißt, die hätten mich locker ziehen können. Der eine pusht jetzt auch zu mir, genau. Das war so geil. Der ist dann zu mir gepusht. Genau, weil er gedacht hat, ja, easy. Und das Witzige ist, er ist einfach direkt vor mir und ich sehe ihn nicht. Weil ich zu dem Zeitpunkt einfach überhaupt keine Ahnung hatte, wo der ist. Ach, jetzt. Du, tum. Und down. 10. Jetzt geht schon in die zweistelligen Bereiche, sagen wir es mal so. Warte mal, was ist, wenn ich hier noch ein Leerzeichen wegmache? Sieht es besser aus? Nö, sieht schlimmer aus. So, machen wir es mal so. So, da oben. Genau. Da hat er dann komplett auf mich gespammt. Da habe ich ihm dann einen Hit gegeben, zwei Hits gegeben. Dann war er schon White Tape. Dann bin ich. Genau. Dann habe ich ihn getötet. Da waren wir schon 11 Kills. Jetzt müssen nur noch 5 gemacht werden. Das ist genau die Hälfte. So. Auch wenn das Video. Leute, ich weiß, das Video ist extrem, extrem lang. Aber Leute, ihr müsst einfach. Es ist einfach cool, weißt du, wenn man diese Wiederholungsfunktion ist einfach mega geil von Epic Games gemacht. Das ist einfach super. Ich finde diese Funktion echt nice. Und ja, man kann die Wiederholung speichern. Genau. Davon habe ich dann diese riesen Base gesehen, habe versucht zu snipen. Ging aber nicht dran, der Snipe. Dann habe ich das Launchpad da gesehen und bin einfach dann. Da habe mir erst mal gedacht, ich schau erst mal, weil der da oben hat sich verkämpft und dann der stand dann einfach da und hab ihn dann gehittet. Genau. Und bin dann im Loungepad. Da draußen sind noch 2 Leute außerhalb der Border. Hinter mir kommt vor allen Dingen einer. Und das habe ich halt überhaupt nicht kapiert. Wie witzig das aussieht, wenn man weiß, wo die Gegner sind. Wie witzig das aussieht, wenn die ganze Zeit einer hinter einem war. Das ist ja extrem komisch. So, da unten ist dann Sensenmann gelaufen. Auch ziemlich nice. Da war ich dann ein bisschen auf Risk. Ich wollte eigentlich da ganz hoch. Habe mir aber dann doch gedacht, nee, lieber nicht.
Ich habe mir dann gedacht, ich gehe mal auf beide drauf. Und da sind da schon zwei. Wenn ich die sehen würde, ne, da hinten sind einfach zwei Leute. Genau da, wo ich. Ach so, ja, die sind ja in den Turm. Stödel. Der soll. Nur mit seinem Kopf soll der rauskommen. Bam. Headshot. Und da waren sie dann schon die 12 Kills. Ich muss schon von 7 4 killen. Ich wusste, dass es ein 16 Kills Gameplay werden kann. Es konnte sogar theoretisch gesehen ein 18 Kills Gameplay werden. Aber ja, ich war total am Zittern, wirklich Leute, weil es ist einfach mega geil, so eine Runde wieder mal zu haben. Und ja, da war eine Taschenfestung, glaube ich, aber die habe ich, glaube ich, einfach ignoriert, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht wollte. Da habe ich den noch eliminiert. Da sind dann schon, sind wir schon bei 14 Kills. 14. Dann müssen wir jetzt noch 2 von 3 killen. 2 von 4. Das bedeutet auch wieder die Hälfte. Den ganzen Leuten. Jetzt müssen wir noch mehr als die Hälfte killen. Da vorne lag dann, glaube ich, eine Legendary Scar wieder. Genau, und da vorne lag dann auch noch ein Launchpad, da hatte ich dann 3 Launchpads gehabt. Hab die aber zum Schluss, glaube ich, nicht mal mehr benutzt. Nicht mal mehr so wirklich. Da drüben, direkt vor mir ist ein Gegner. Oder? Nö. Sieht extrem so aus, als wäre da ein Gegner. Auf jeden Fall, hinter mir läuft vor allen Dingen ein Gegner und ich kapier's halt einfach nicht. Ich sehe ihn nicht. So, dann habe ich mir gedacht, den snipe ich jetzt erstmal. Hab dann verfehlt und ja, dann kamen die anderen auch schon und hab mir so gedacht, ja, ich hatte ziemlich Bock jetzt noch 17 Kills Gameplay zu machen, aber ich glaube, das war nicht mehr zu dem Zeitpunkt möglich, weil die anderen sich ja bekämpft haben und der von hinten mich gepusht hat. Also was ist gepusht, der ist weggerannt, wie ihr oben im Gameplay seht. Und der Boy war richtig witzig. Der Boy war witzig. Ich hab erst habe ich mir gedacht, ich baue nichts. Dann habe ich gedacht, doch, ich baue doch was. Hab auf den gesniped. Der ist dann, hat er immer so ganz klein bisschen rausgeguckt. Und dann ist er weggerannt. Dann habe ich mir gedacht, ey, dich hole ich mir jetzt. Ja. Und gehe ich auf den drauf. Sehe noch von der Seite, dass da drüben noch was gebaut wurde. Und dann kam auch schon der Snipe. Und der hat mir den dann abgestaubt. Ich war extrem aggro. In dem Moment. Habe jetzt noch. Musste ich jetzt noch beide killen, damit ich überhaupt das 16 Kills Gameplay habe. Und dann bin ich quasi auf den drauf gegangen, hab mir gedacht, ich kill dich jetzt einfach, ja. Bin da drauf und. Oh. Ja, stimmt. Da hatte ich den übelsten Hit bekommen. Und habe gewartet, bis er in der Border ist. Hab gewartet, bis er in der Border ist. Ist extrem mies, aber ich habe gewartet, bis er in der Border ist. Dann hab ich mir gedacht, nee, ich lasse jetzt den Loot liegen. Und denke mir, ja, man muss so. 15 Kills an der Zahl. Und ja, trink erstmal Minis. Von der Seite kommt jemand. Hier sofort. Let's go. Da, genau. Den habe ich dann auch gesehen. Ich habe mir so gedacht, ja, ja, ja. Hab ihn gepusht. Er kann den Rocket Launcher nicht mehr usen. Sonst würde er sich selbst killen. Und hatte dann einen 16 Kills Gameplay. Und war so. Leute, das war einfach geil. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da und bis dann noch einen Tschüss. Das war mein 16 Kills Gameplay.